Wenn es ums neue Minecraft 1.21 Update geht, gibt es genau zwei Meinungen. Die einen halten es für das beste Update seit dem Nether-Update. Die anderen, so wie ich, interessieren sich überhaupt nicht dafür. Aber die jahrelange Tradition, Minecraft-Updates zu behandeln, hat mich von den Toten zurückgebracht. Also werden wir heute alle neuen Features des 1.21 Updates ranken, vom schlechtesten bis zum besten. Viel Spaß! Der Bogd ist also eine Sache. Sie haben das Skelett genommen, eines der nervigsten Mobs, die es im Spiel gibt, und haben ihm den nervigsten Statuseffekt, Poison, gegeben. Die Kombination der beiden ist ein extrem nerviges Mob, das wirklich nicht im Spiel sein sollte. Die Textur von ihm und das Model sehen gut aus, aber es ist einfach zu nervig, die Tier. Die neuen Effekte wie Oozing und Infested sind ganz nett, aber sie wurden meiner Meinung nach nicht perfekt umgesetzt. Zum einen sind sie komplett broken für XP-Farmen und Slime-Farmen, andererseits könnte man sie kreativer und mehr verwenden. Bisher werden sie nur in Ominous Trial Chambers verwendet. Meiner Meinung nach ist es ungenutztes Potenzial. D-Tier. Die neuen Bilder sind schön und gut und noch sonstige Synonyme für positives Feedback. Allerdings sind es jetzt, da es so viele Bilder in Minecraft gibt, wird es extrem nervig sein, genau das Bild zu bekommen, was man will. Mods wie Dark Paintings fügen viele neue Paintings ins Spiel hinzu, haben aber ein UI, wo man sich die Paintings aussuchen kann, welches man will. Da Minecraft dieses Feature nicht eingebaut hat, sieht hier. Die Breeze ist ebenso wie der Bogd ein sehr nerviges Mob. Sie springt herum, man kann sie nicht hitten und es ist einfach extrem nervig, mit ihr zu kämpfen. Wind Charges, die von der Breeze gedroppt werden, sind allerdings sehr cool. Man kann damit herumspringen, man kann Parkour machen, sie sind ein gutes Feature. Insgesamt C-Tier. Die neue Copper- und Tough-Variationen, wie Chiseled Copper und die ganzen Copper-Türen, ich habe keine Ahnung, wie die ganzen Blöcke heißen, sind sehr nett. Daraus werden die Trial Chambers gebaut, es bringt viele Variationen, aber es sind einfach nur neue Blöcke. B-Tier. Walls sind ein sehr interessantes Konzept, doch wie schon bei den Paintings und den neuen Effekten, ist es meiner Meinung nach viel zu schlecht umgesetzt. Man könnte die Vaults zum Beispiel in Endcities verwenden, dass auf Multiplayer-Servern jeder gute Chance hat, eine Elytra zu bekommen. Bisher werden sie aber nur in den Trial Chambers verwendet und das ist meiner Meinung nach auch verschwendetes Potenzial. B-Tier. Die neue Musik ist allgemein sehr gut. Ich finde vor allem Creator die Music Disc extrem schön. Allerdings die zweite Music Disc, Precipice, passt meiner Meinung nach überhaupt nicht ins Spiel. Sie haben einen Undertale-Boss-Soundtrack genommen und einfach ein Minecraft-Lied daraus gemacht. Insgesamt B-Tier, ohne Precipice wäre es A-Tier. Die Maze ist eine schöne, interessante neue Endgame-Waffe, für die es sich zu grinden lohnt. Sie ist extrem OP und man muss etwas technisch geskillt sein, um sie einsetzen zu können. Vor allem mit den Wind Charges und dem Windburst Enchantment ist es sehr interessant, mit ihr rumzuspielen. A-Tier. Da ich kein Redstone-Nerd bin, ist der Crafter für mich ziemlich useless. Aber trotzdem, was ich schon gesehen habe, was damit gebaut werden kann, ist sehr interessant. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass die technisch geskillten Player einen guten Use dafür finden können. A-Tier. Und zu guter Letzt, das Hauptfeature des 1.21 Updates, die Trial Chambers und die Ominous Events. Sie verbessern das Konzept von Dungeons immens und sie sind ein gutes Feature und eine gute Challenge. Mehr nicht. A-Tier. Wie man sehen kann, es gibt keine extrem guten Features und es gibt keine extrem schlechten Features in diesem Update. Es ist ein ziemliches mittelmäßiges Update, es ist gut für das Spiel, aber mehr nicht. Allgemein bekommt 1.21 Update von mir B-Tier. Und so, da ich jetzt das Video gemacht habe, kann ich wieder für ein Jahr sterben gehen. Tschüss für immer.